nur noch ein und dann sind wir schon bei den besten 20 im Weltcup nach Daku Takeuchi. Er braucht 96,5 Meter für die Führung, hat im Moment aber noch zu viel Aufwind, muss noch warten, der Japaner. Können wir noch einmal einen Blick zu Noriaki Kasai machen vielleicht, der hat nämlich auch schon gewonnen auf der Normalschanze. 1993, zwei Jahre vor deinem Sieg, war Noriaki Kasai der Beste hier. Der hat vor 23 Jahren da gewonnen, das ist sensationell und springt nicht mehr. Und hat schon 8 Normalschanzenbewerbe in Lahti erledigt, also mehr als jeder andere hier. Ach. Der war gut, der war stark, der war weit. Daku Takeuchi könnte jetzt das Triple an der Spitze des Zwischenklassements. Japaner kommen in Form. Ja. Vorher schon Kenjiro Ito gut gesprungen. 96 Meter, 12,9 Windpunkte im Abzug und Noten zwischen 18,0 und 18,5 bringen ihn in Führung. Daku Takeuchi führt, bevor es mit den besten 20 aus dem Weltcup weitergeht.